Willkommen zurück zu unserem Online-Seminar Nachmittag Klinikalltag aus erster Hand mit dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier. Jetzt sprechen wir wirklich mit Dr. Martin Schmidt. Wer eben schon dabei war, hat ihn schon kennengelernt. Er ist kurzfristig eingesprungen und hat was über den Notarztdienst erzählt. Aber sein eigentliches Thema heute ist Promotion und Facharztweiterbildung nacheinander oder gleichzeitig, also quasi die Organisation der Promotion. Ich stelle mich noch mal ganz kurz vor für alle, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich bin Stefanie Hanke, ich bin Online-Redakteurin beim Deutschen Ärzteverlag, inzwischen seit 3,5 Jahren dabei und da hauptsächlich zuständig für Operation Karriere, also den redaktionellen Teil auf der Webseite, die Beiträge und für ärztestellen.de. Und vorher war ich längere Zeit beim Radio, unter anderem in den Nachrichten. Das kennt ihr auch schon, wenn das jetzt nicht euer erstes Online-Seminar ist. Ich sage es nochmal in aller Kürze. Wir zeichnen das Online-Seminar auf Video auf und werden es dann morgen, spätestens übermorgen, auf YouTube und bei uns auf der Webseite operationkarriere.de zur Verfügung stellen. Wenn ihr Fragen habt an Herrn Dr. Schmidt, dann stellt sie bitte im Chat. Wir werden das im Anschluss an unser eigentliches Interviewgespräch gebündelt beantworten. Es ist wieder, wie beim letzten Mal, 15 Minuten ein Interview mit mir und mit ihm. Und danach haben wir noch 10 Minuten Zeit eingeplant für eure Fragen. Und natürlich interessiert uns diesmal auch, wie hat es euch gefallen? Wir werden nachher einen Feedback-Link zu einem Feedback-Fragebogen rumschicken. Und wir freuen uns natürlich über Lob, über Kritik und über alles, was wir beim nächsten Mal noch anders und besser machen können. Und jetzt mache ich das, was ich eben versäumt habe. Ich stelle euch Dr. Martin Schmidt jetzt nochmal richtig vor. Er ist Assistenzarzt im Bereich Anästhesie bei den Barmherzigen Brüdern in Trier. Und er sagt, vor der Weiterbildung habe ich mir Zeit für die Promotion genommen und das würde ich auch anderen raten. Ja, herzlich willkommen. Wir sprechen über die Promotion, über den Dr. Med. Würden Sie denn sagen, heute ist Dr. Med für einen Arzt noch Pflicht oder kann man es sich auch einfach sparen und es ist nur was für Leute, die eine akademische Karriere anstreben? Was sind die Vorteile, dass man auch noch einen Doktortitel hat? Ja, also nochmal ein ordentliches Hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie gesagt, ich bin Dr. Martin Schmidt aus Trier in der Anästhesie, unter anderem Notarzt, wo ich gerade ein bisschen was erzählt habe. Und was den Dr. Med angeht, er ist auf keinen Fall Pflicht. Es gibt wissenschaftliche Teile im Studium, die uns eigentlich dazu befähigen sollen, wissenschaftlich zu arbeiten, zu denken und auch das Ganze später in der Praxis einzusetzen, umzusetzen. Es ist, ja, nett, wenn man es hat. Wenn man sich eine wissenschaftliche Karriere vorstellt oder die sogar plant, dann gehört es natürlich dazu. Einige Patienten erwarten es vielleicht ein bisschen oder sprechen einen automatisch mit Herr Doktor, Frau Doktor an, sind eventuell sogar ein bisschen irritiert, wenn das Doktor nicht im Namensschild oder auf der Arztpraxis mit draufsteht. Aber Pflicht ist es zumindest aus Arztkreisen, denke ich, nicht mehr. Gibt es denn besondere Vorteile, die man hat, wenn man den Doktortitel doch hat? Also wenn man eine akademische Karriere anstrebt zum Beispiel oder auch im Umgang mit Patienten und mit Kollegen? Also im Umgang mit Kollegen, denke ich, spielt es überhaupt keine Rolle. Ja, denen ist es wichtiger, kann ich mein Fach, kann ich gut natürlich im Umgang mit denen. Spielt es auch nicht. Wie gesagt, sie sprechen einen vielleicht manchmal als Herr Doktor an oder fragen, ach, sind Sie jetzt der Arzt? Aber ansonsten spielt es eigentlich höchstens eine Rolle, wenn man sich zum Beispiel als Oberarzt irgendwo bewirbt oder an einer Uniklinik oder vielleicht ja, in einer wissenschaftlichen Reaktion arbeiten möchte. Wenn man dann einen Mitbewerber oder eine Mitbewerberin hat, die vielleicht diesen Titel hat, wird sie vielleicht eher genommen als man selbst. Aber ansonsten in der Warum haben Sie sich persönlich denn dann dafür entschieden, einen Doktor zu machen? Weil ich dachte, es gehört dazu. und weil ich tatsächlich selbst von einem Professor angesprochen wurde, der mich gefragt hat, ob ich nicht bei ihm in der Arbeitsgruppe mitmachen möchte, eine Doktorarbeit machen möchte. Und es hat mich natürlich sehr geehrt. Ich habe mir dann das Ganze mal angeschaut, wo er denn forscht, was seine Themenfelder sind. Habe mir dann das Ziel der Arbeit angeschaut. Es klang sehr, sehr spannend. Und es gab schon einen relativ stringenten Fahrplan, also wann das Ganze fertig sein soll. Und das hat mich doch dann dazu bewegt, auf jeden Fall Ja zu sagen.
Jetzt haben Sie ganz bewusst die Doktorarbeit vor der Facharztweiterbildung geschrieben. Warum haben Sie es nicht parallel gemacht? Weil mir damals schon alle geraten haben, es auf jeden Fall vorher fertig zu machen. Ich hatte schon ja relativ früh während des Studiums begonnen. Und was auch meine damalige Freundin mir geraten hat, ich soll auf jeden Fall so früh wie möglich schreiben. Und das war tatsächlich auch das, was mich am Ende ja die meiste Zeit gekostet hat, das ordentlich zu schreiben, auszuwerten und in eine gute Form zu bringen. Der betreuende Doktorvater hatte dann auch noch mal seine Vorstellung, wie das denn sein sollte. Und ja, Unwägbarkeiten gibt es immer. Das heißt, wir hatten teilweise Verzögerungen in unserem Projekt und ja, mit sowas muss man einfach mit einrechnen und deswegen so früh wie möglich anfangen, wenn man es auf jeden Fall durchziehen möchte. Und das Schreiben oder das Arbeiten und Selbstforschen während der Assistenzarztzeit ist schon schwieriger. Ich habe auch Teile des ersten Beitrags heute mitbekommen, wo die Kollegin gesagt hat, naja, ab und zu am Wochenende schafft sie es da so ein bisschen was zu machen. Während der Arbeitszeit ist es vielleicht sogar noch weniger, weil ja, man einfach noch weniger Zeit hat, sich ein bisschen um andere Dinge kümmern muss und man sich dann nicht einfach mal abends hinsetzt nach einem relativ langen Tag und noch mit frischer Energie an die Doktorarbeit rangeht. Wie viel Zeit muss man denn einplanen ungefähr für die Doktorarbeit? Oh Gott, das ist eine gute Frage, die sich so leicht nicht beantworten lässt. Bei mir hat es 3 Jahre gedauert. Was das jetzt zeitlich pro Tag ist, kann ich so nicht mehr wirklich zusammenfassen. Und es hängt auch sehr davon ab, ob es jetzt eine experimentelle Arbeit ist, wo man also selber im Labor steht, ob man vielleicht mit Probanden arbeiten muss. Bei mir waren es damals Schmerzschwellenmessungen. Das heißt, man muss die Probanden untersuchen, man muss ihnen Dinge erklären, man muss Testdurchläufe machen, man muss dann die richtige Studie machen. Ja, es nimmt äußerst viel Zeit in Anspruch. Wie haben Sie sich organisiert? Also erstmal neben dem Studium, wie organisiert man sich da und wie haben Sie es dann gemacht? Sie haben ja dann wirklich eine Auszeit genommen, um das Projekt zu Ende zu bringen. Wie sind Sie vorgegangen? Wie gesagt, teilweise war das Ganze schon vorgegeben durch den Fahrplan des externen Auftraggebers. Wir hatten mit der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung zusammengearbeitet und die mussten natürlich zu einem gewissen Zeitpunkt Ergebnisse präsentieren. Weil mir damals klar war, okay, ich kann einige Vormittage investieren, weil ich nicht alle Vorlesungen besuche. Das rate ich natürlich niemandem, aber es läuft darauf hinaus. Ich konnte einige Nachmittage opfern und natürlich Wochenenden und auch die Semesterferien. Und als ich dann am Ende meiner studentischen Ausbildung war, habe ich gemerkt, okay, da ist noch ein ganzer Haufen, den ich zusammenschreiben muss, den ich zusammenfassen muss, teilweise noch auswerten. Dann habe ich mir gedacht, okay, es bringt jetzt nichts, direkt anzufangen mit Arbeiten. Habe mit meinem jetzigen Arbeitgeber so eine Art, ja, Überbrückungskredit bzw. Stipendium ausgemacht und habe mir dann nochmal 4 Monate Zeit genommen, komplett wirklich nur, um mich auf diese Arbeit zu konzentrieren. Das wäre jetzt so die nächste Frage. Es ist ja auch ein finanzielles Problem, ne? Wenn man nach dem Studium nicht direkt anfängt zu arbeiten. Man muss sich ja auch finanziell überbrücken. Das heißt, Sie haben es mit einem Stipendium gemacht. Was würden Sie sagen? Geht es nur so oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Es kommt natürlich auf den finanziellen Background drauf an, den man persönlich hat, ja, ob man vielleicht die Eltern unterstützen können, ob man vielleicht sogar einen Studienkredit sowieso aufgenommen hat, aber dieses Stipendium hat mir doch sehr gut geholfen. Zudem kam dazu, dass wir als Studierende hier beim Brüderkrankenhaus auch die Unterkunft gestellt bekommen und ich dann für ja einen relativ geringen Preis dort wohnen konnte. Jetzt haben Sie sich für die Anästhesie entschieden als Ihr Fach in der Facharztweiterbildung. Warum die Anästhesie? Weil sie mir sehr am Herzen liegt. Sie bringt mir Spaß ohne Ende. Ja, ich habe während des Studiums schon sehr viele Inhalte kennen und schätzen gelernt. Ich mag die Struktur des Faches. Ja, und dazu kam, dass ich mir im praktischen Jahr auch die Anästhesie nochmal als Wahlfach ausgesucht habe. Und das hat mich dann einfach hier überzeugt. Ja, und so bin ich da, ich sag mal, hängen geblieben, beziehungsweise habe mich da jetzt sehr wohl gefühlt. Hat denn die Wahl Ihres Themas für die Doktorarbeit auch was mit der Anästhesie zu tun? Oder ich stelle die Frage mal allgemeiner, muss man bei der Themenauswahl schon die Fachrichtung im Kopf haben oder ist es unabhängig?
Das ist völlig unabhängig. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nein, das spielt keine Rolle. Es kann vielleicht helfen, um einem selber ein bisschen mehr Spaß in die Dissertation und in die Doktorarbeit zu bringen, wenn man das Fach oder die Thematik liebt oder zumindest sehr, sehr gut findet, als wenn es jetzt ein trockener Stoff ist, mit dem man sich überhaupt nicht identifizieren kann. Mit der späteren Arbeit hat es eher nichts zu tun. Nicht unbedingt. Jetzt sind Sie Assistenzarzt im Bereich Anästhesie. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? Kann man überhaupt sagen, so sieht mein normaler Tag aus oder ist jeder Tag anders? Jeder Tag ist anders, weil jeder Patient anders ist. Aber die Struktur der Arbeit ist natürlich ähnlich. Als relativ blutjunger Anfänger ist man vor allem im Zentral-OP tätig. Und dort fangen wir morgens an, indem wir direkt im OP-Saal bzw. im Vorbereitungssaal unsere Patienten in Empfang nehmen, kontrollieren, ist da alles vorhanden, was wir brauchen, zum Beispiel Blutkonserven, Labore oder ein EKG. Schauen da nochmal über sämtliche Unterlagen, das heißt die Einwilligung, die OP, die geplant ist und das Narkoseverfahren, was besprochen wurde. Und dann, ja, machen wir den Tag über eben unsere Narkosen, je nachdem, was so anfällt. Und ja, wenn man frühzeitig aus dem Saal entlassen wird oder der Tag fertig ist im OP, schaut man vielleicht noch ein, zwei Patienten an in der sogenannten Prämedikationsambulanz. Das heißt, die Patienten, die am nächsten Tag oder in der nächsten Woche operiert werden sollen und bespricht mit denen das Narkoseverfahren. Jetzt aktuell bin ich eher auf der Intensivstation eingeteilt. Dort ist es etwas anders. Dort beginnen wir mit einer ganz normalen Visite. Das heißt, wir gehen von Zimmer zu Zimmer, Patient zu Patient. Der vorangegangene Dienst gibt uns eine Übergabe, das heißt, sagt, was bisher alles geschehen ist, was vielleicht in der Nacht vorgefallen ist. Und dann wird die Planung gemacht für die Patienten, sprich, stehen irgendwelche Untersuchungen an, muss vielleicht ein Patient geröntgt werden oder ein CT bekommen, gibt es vielleicht einen sogenannten Extubationsversuch, wenn die Patienten künstlich beatmet werden oder die Verlegung eben auf die Normalstation. Ich kriege hier gerade ein paar Regieanweisungen im Chat, das sehen Sie wahrscheinlich auch. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen ab von der Anästhesie und zurück zur Promotion, weil wir da doch relativ viele Fragen jetzt bekommen haben. Ich gucke einfach mal, was wir haben. Die letzte, die gekommen ist, hat es Nachteile, wenn man eine Doktorarbeit im Studium mit einem Themenfeld absolviert, obwohl man später nicht oder sehr entfernt davon seinen Facharzt macht? Das berührt ja ein bisschen schon das, was wir eben schon hatten. Genau, also es macht überhaupt nichts. Ja, es zeigt einfach nur dem möglichen späteren Arbeitgeber oder dem Arbeitsumfeld, dass man sich auch anders gut interessieren kann und einbringen kann. Also es ist überhaupt kein Nachteil. Ich gucke mal jetzt, was für Fragen wir von den Teilnehmern zur Promotion schon haben. Sie haben gesagt, es ist gut, wenn man früh im Studium schon mit der Promotion anfängt. Was meinen Sie damit konkret? Wie früh haben Sie begonnen und in welchem Semester haben Sie welchen Teil durchgeführt? Ja, also ich habe damals im 8. Semester, also im 2. der Klinik, begonnen. Wie gesagt, es war eher Zufall, weil ich angesprochen wurde durch einen Professor. Ich denke, man kann nicht sagen, wann der richtige Zeitpunkt ist. Es gibt auch Studierende, die sich ein Freisemester nehmen. Das heißt, dass sie zum Beispiel ein halbes Jahr überhaupt keine Vorlesung, keine Seminare und auch keine Scheine machen, sich da eben voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Das war bei mir zum Glück nicht notwendig, sodass ich auch eine Regelstudienzeit abschließen konnte. Da gibt es nicht den perfekten Zeitpunkt. Aber wer mir bisher zugehört hat, am Ende passiert doch mehr oder es wird anstrengender, als man sich das vorgestellt hat. Und das ist natürlich immer gut, einen gewissen Puffer zu haben, vielleicht doch noch mal ein paar Sommerferien dazwischen, um noch Dinge fertig zu bringen. Hier hat jemand das Modell im Kopf, mit 50% in die Assistenzarztzeit einzusteigen und die anderen 50% an der Promotion zu arbeiten. Ist das ein Modell, was funktioniert? Lässt sich das vereinbaren? Es lässt sich bestimmt vereinbaren, allerdings sollte man dann im Hinterkopf haben, dass man eben die doppelte Zeit der Weiterbildung benötigt. Da muss man sich dann auch ganz genau erkundigen bei den zuständigen Ärztekammern, ob das denn so anerkannt wird, die Weiterbildungszeit. Und aufgrund einer Dissertation jetzt nur eine halbe Stelle anzutreten, ist natürlich auch eine finanzielle Einbuße, auch wenn auf hohem Niveau sicherlich. Man sollte sich fragen, ob es nicht vielleicht doch sinnvoller wäre, einen kleinen Break zu machen, sich 3, 4 Monate Zeit zu nehmen, um dann eben die Dissertation fertig zu machen, ohne sich nebenher noch um seinen Job kümmern zu müssen.
und dann eben später anzufangen. Eine Ergänzung zu dieser Frage, gibt es Fächer, die sich für so ein Modell eher anbieten als andere, oder würden Sie sagen, das ist dann im Grunde auch egal? Das ist dann im Grunde auch egal. Und ich glaube, man müsste eher die Frage stellen, ob es Arbeitgeber gibt, die mit diesem Modell einverstanden sind. Denn viele wollen natürlich, dass Assistenzärzte eine 100%-Stelle haben, weil sie dann auch in kürzerer Zeit selbstständig arbeiten können. Ich glaube, dass das vielleicht eher die Problematik ist, statt jetzt die Zeit, die man für die Weiterbildung benötigt. Ja, also es heißt Verteidigung offiziell. Es ist im Grunde ein Fachgespräch, wo überprüft wird, ob man sich mit dem Thema, was man da präsentiert, überhaupt auseinandergesetzt hat oder ob man einfach stumpf abgeschrieben hat oder durch einen Betreuer oder eine Betreuerin einfach nur Zahlen zugeschoben bekommen hat, die man auswerten sollte. Das heißt, es geht schon auch ein bisschen um die Thematik, die Dissertation behandelt. Das Ganze hat schon den Charakter einer Prüfung, das ist eine Formalie. Allerdings sollte man davor keine Angst haben. Es geht eben nur darum, dass man die Dinge, die man untersucht hat, nochmal gut zu präsentieren und auch die ein oder andere kritische Frage dazu zu beantworten. Wie haben Sie das richtige Schreiben gelernt, also das wissenschaftliche Schreiben? Gibt es dafür Seminare oder haben Sie von Ihrem Doktorvater Unterstützung bekommen? Also ich hatte wirklich das Glück, einen der besten Doktorväter zu haben, die man sich da vorstellen kann. Er hatte also eine wirklich gute Arbeitsgruppe, hat regelmäßig uns eingeladen, auch selber Studien zu lesen und uns Hausaufgaben gegeben, sprich Studien, die wir gelesen haben, zu beurteilen, kritisch zu hinterfragen und vor der Gruppe auch zu präsentieren. Darüber hinaus gab es sogar die Möglichkeit, bei wissenschaftlichen Nachwuchssymposien mitzumachen, sich selbst zu präsentieren mit seinen Aufgaben und seiner Studie, schon mal so die ersten Zahlen präsentieren quasi, selbst mal frei über das Thema zu referieren. Und das war mir möglich. Ich habe da mitgemacht. Wenn das alles nicht so möglich ist, gibt es ja verschiedene Anbieter, die da auf dem Markt sind, die einem darunter unterstützen möchten. Allerdings sollte man auch da vielleicht so ein bisschen bei der Auswahl der betreuenden Person darauf achten, ob das vielleicht mit angeboten wird. Denn es ist ein Zeichen dafür, ob das Ganze strukturiert abläuft oder ob man gegebenenfalls nur ausgenutzt wird oder eine kleine Randfigur ist, die einfach nur da ist, um die Arbeitsgruppe größer zu machen. Hier ist jemand, der sich auch für das Modell interessiert und ein bisschen Sorge hat, dass man während der Zeit zwischen dem M3 und dem Arbeitseintritt die Inhalte vergisst, weil sie so viel mit der Doktorarbeit verbringen, die sie vorher für die Prüfung gelernt haben. Das ist aktuell meine Angst, schreibt er, und lässt mich eher dazu tendieren, die Doktorarbeit während der Facharztausbildung zu machen. Ist das ein Problem? Ich sehe Sie die Stirn runzeln. Vielleicht habe ich die Frage falsch verstanden, aber dass man das, was man medizinisch gelernt hat, vergisst, weil man sich wieder auf die Doktorarbeit konzentriert. So habe ich es verstanden. Also, dass man während der Zeit zwischen M3 und Arbeitsantritt alles vergisst, was Sie vorher für die Prüfung gelernt haben. Nein, also das kann ich so nicht sagen. Ich denke auch, dass meine Kollegen mir dazu stimmen würden. Es ist vielleicht so, dass man im M3 so jetzt hatte und jetzt nicht alles wieder vergisst in den 3, 4 oder sonstigen Monaten, die man dann sich nicht damit befasst. Und auch in der Assistenzarztzeit ist es ja doch teilweise etwas anderes als jetzt im Studium und man Inhalte und die Medizin nochmal ganz anders kennenlernt und auch lernt. Also das heißt, wir können dem Kollegen die Angst nehmen und das ist jetzt kein Grund, parallel beides machen zu müssen. Nein. Sehr gut. Hat man durch den Doktortitel eine höhere Chance, schneller Oberarzt zu werden? Das möchte ich nicht ausschließen. Allerdings müsste man da wahrscheinlich eher Chefärzte fragen, wie die das ganze Thema sehen. Aber ich denke, dass wir mittlerweile einen leichten Umbruch merken und so diese starren Hierarchien, die es früher gab oder das Befördern aufgrund Titel oder Geschlecht heutzutage nicht mehr ganz an der Tagesordnung ist. Eine Frage zur Vergleichbarkeit von ausländischen Doktortiteln. Also hier geht es konkret um Österreich. Wird der österreichische Doktor med univ hier anerkannt oder eher belächelt? Würden Sie sagen, das ist ein gleichwertiger Doktortitel oder gibt es da einen Unterschied?
Also belächelt wird es auf keinen Fall. Es gibt auch bei uns in der Klinik Kollegen, es wird weder belächelt noch besonders honoriert. Ich denke, es ist vergleichbar. Ich möchte jetzt aber keine Grundsatzdiskussion über den medizinischen Doktortitel in Deutschland losstarten, denn das wäre, glaube ich, eine eigene Thematik. Das machen wir beim nächsten Mal. Ist auch ein schönes Thema. Wenn man im Ausland studiert und nicht die Möglichkeit hat, die Doktorarbeit während des Studiums zu schreiben, kann man es dann trotzdem noch während der Facharztbildung schaffen oder sollte man dann eher darauf verzichten? Es hängt, glaube ich, von der persönlichen Lebenssituation ab. Das lässt sich so pauschal nicht beantworten. Wenn man Zeit hat, ja, auch neben der regulären Arbeitszeit und vielleicht an den Wochenenden, wo man Dienste machen muss, sich an diese Arbeit zu setzen, ist es möglich. Wenn man allerdings, ich weiß nicht, eine große Familie hat, viel pendeln muss oder noch andere Dinge hat in seiner Freizeit, die man gerne machen möchte, dann ist es sicherlich schwieriger. Und ich erlebe tatsächlich häufiger Kollegen, die eben sich gesagt haben, Mensch, ich versuche das während der Arbeitszeit oder während meiner Weiterbildungszeit, die dann abgebrochen haben. Nicht nur, weil sie selber das Ganze nicht mehr stemmen konnten, sondern weil zum Beispiel in der Zwischenzeit ihre betreuende Person die Stelle gewechselt hat, nicht mehr greifbar ist, vielleicht sogar emeritiert ist und das Ganze nicht mehr betreuen kann. Und das sind natürlich Gründe, die äußerlich ärgerlich sind, wo man vielleicht auch vorher so ein bisschen darauf achten muss, ist das in einer gewissen Zeit möglich, mit der betreuenden Person das Ganze zu schaffen. Hier ist noch eine Frage zu den rechtlichen und versicherungstechnischen Bedingungen, wenn man eine Pause, eine Auszeit nimmt, so wie Sie das gemacht haben. Ist das ein Problem, wenn man nach dem M3 noch nicht mit dem Arbeiten anfängt, was die Versicherung und die rechtliche Absicherung betrifft? Die Frage ist, gegen was man sich jetzt rechtlich absichern möchte. Das steht Es hier gibt leider nicht drin, aber sagen wir mal Versicherung, sowas wie Krankenversicherung, Rentenversicherung und so weiter. genauso ist es. Also Rentenversicherung, das ist sowieso ein kleines Spezialthema, da man ja in der Regel sich als Arzt auch über die Kammern Renten versichern oder beziehungsweise versichern lassen kann. Was die Krankenversicherung angeht, da kommt es auch sehr, sehr stark darauf an, ob man zum Beispiel die Eltern mitversichern ist oder eine Privatversicherung hat, das lässt sich jetzt so einfach nicht beantworten. Allerdings, wenn man noch nicht Arzt ist und als Arzt arbeitet, muss man sich auch nicht speziell versichern. Zum Thema Versicherung haben wir auch gleich noch das nächste Online-Seminar. Ich glaube, auf das Thema geht er nicht ein, aber wenn das noch jemanden interessiert, kann man da sicherlich auch noch den Dr. Ries fragen. Oh, jetzt geht es hier nach und nach, alles nach dem auf einmal. Wie stehen Sie dazu, die Promotion themen- und betreuerbedingt an einer anderen als der eigenen Uni zu machen, auch während des Studiums? Ich darf jetzt natürlich meine Alma Mater, die Universitätsmedizin Mainz, nicht schlecht reden. Aber das ist auf jeden Fall möglich und es wird ja auch keiner seltsam anschauen, wenn man das macht. Also ich kann nur dazu ermuntern, wenn man einen das Thema oder die Person, die einen dort betreut, besser kennt, auf jeden Fall machen. Muss man bestimmte Kurse besuchen, wenn man eine klinische Doktorarbeit machen möchte? Nein. Na, das war ja schnell. Sicherlich nicht. Nochmal in die Richtung, was sind die Vor- und Nachteile der verschiedenen Arten von Doktorarbeiten? Also es gibt experimentell, klinisch oder statistisch, abgesehen vom zeitlichen Aufwand. Können Sie das irgendwie miteinander vergleichen? Auch das ist etwas schwierig zu beantworten. Ich denke, die Kritikpunkte einer sogenannten statistischen Doktorarbeit sind bekannt, die Vorteile vielleicht auch. Das Experimentelle muss einem natürlich liegen, das muss man wollen. Und ob man jetzt im Labor experimentell arbeitet oder mit Probanden, das muss einem liegen und man sollte Spaß dran haben. Denn sonst quält man sich dadurch, ist vielleicht nicht ganz bei der Sache und das Nochmal was anderes zum Vergleich von verschiedenen Arten von Doktorarbeiten. Hier möchte jemand retrospektive, prospektive oder experimentelle Arbeiten. Können Sie da Vor- und Nachteile sagen? Naja, es geht da so ein bisschen auch um die Evidenz gerade. Prospektiv ist natürlich, was zumindest die Fragestellung angeht, in der Regel etwas besser oder evidenter. Retrospektiv, ja,
ist natürlich im Evidenzgrad teilweise etwas kritisch beäugt, aber es kommt immer auf die Fragestellung an, was ich rausfinden möchte. Und manchmal gibt es eben keine prospektiven Daten oder es ist schwierig zu erheben, mit einem enormen Aufwand verbunden. Da wird auf Retrospektive zurückgegriffen, aber allerdings vermindert das jetzt nicht unbedingt die Güte einer Dissertation an sich. Ich nehme noch eine Frage mit. Es sind leider noch ein paar mehr, die wir jetzt nicht beantworten können, aber wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, weil Herr Dr. Ries in der Viertelstunde dran ist. Worauf sollte man speziell beim Betreuer achten? Gibt es Dinge, die auf eine möglichst gute Betreuung hinweisen? Die gibt es. Nimmt sich die betreuende Person Zeit oder auch wie viel Zeit nimmt sich die betreuende Person, um ein Vorgespräch zu führen? Wie groß ist die Arbeitsgruppe? Und dann kann es ein Hinweis sein, ob sie klinisch tätig ist, zum Beispiel im Fach, was viel mit Patientenkontakt zu tun hat. Dann ist vielleicht die Zeit, die sie auch für die Betreuung von Doktorandinnen oder Doktoranden hat, etwas eingeschränkter als in einem klinisch-theoretischen Institut. Eine Frage nehme ich noch mit, das ist jetzt aber wirklich die letzte. Welche Rolle spielt die Note der Doktorarbeit? Überhaupt keine. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass Sie das relativ schnell beantworten. Das heißt, man hat den Titel und die entsprechenden Vorteile, aber die Note ist nicht mehr wichtig. Genauso ist es. Es sei denn, irgendjemand, der einem später vielleicht einen Arbeitsplatz gibt, liest sich das Ganze durch und denkt, oh mein Gott, was wurde denn da zusammengeschrieben? Das kann natürlich immer sein, aber im Prinzip ist der Titel und ja, mehr nicht. Dankeschön, Herr Dr. Schmidt. Tut mir leid, dass wir nicht alle Fragen beantworten können. Es waren wirklich sehr, sehr viele, aber das freut mich auch, dass es so ein großes Interesse an diesem Themengebiet gibt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Und wir haben noch ein spannendes Thema, was wir jetzt so ein bisschen schon angerissen haben, gleich mit dem Kollegen von Herrn Dr. Schmidt, Herrn Dr. Ries. Der spricht nochmal über das Thema Versicherung zum Berufseinstieg in der Viertelstunde. Und ich freue mich, wenn dann möglichst viele noch dabei sind. Und meine Kollegin hat jetzt gerade hier in den Chat nochmal den Link für unseren Feedback-Fragebogen reingepostet. Und wir freuen uns natürlich darauf, wenn ihr uns mitteilt, wie es euch gefallen hat. Dankeschön und bis gleich.